Just a Dream. Der Tag war endlich vorbei. Erschöpft schleppte ich mich in das Hotel. Der Fahrstuhl kroch mit nervtötender Langsamkeit in den 12. Stock. Einen schönen Abend noch, Mr. Bloom, wünschte mir der Liftboy, bevor er wieder die Tür schloss. Einen schönen Abend? Welch Zynismus! Meine Karriere hatte ihren Tiefpunkt erreicht und der faselte was von. Wieso ging diese verdammte Tür nicht auf? Wieder und wieder zog ich die Chipkarte durch das Lesegerät. Fuck! Ich trat gegen das Holz. Erneut zog ich die Karte durch den Spalt. Langsam, da öffnete sich die Tür. Aber nicht, weil ich so überzeugend im Anwenden der Technik war, sondern weil sie jemand von innen öffnete. Orlando, sei nicht böse, aber das ist meine Tür, mein Zimmer und deine Karte. Hugh stand vor mir. Der große, perfekte, immer von allen geliebte Hugh. Und er hatte doch tatsächlich recht. Ich hatte mich in der Etage geirrt. Soll ich dir den Weg zeigen? Bot Hugh mir mit seinem ach so süßen Lächeln an. Geh dich rasieren, die Beine enthaaren oder die Augenbrauen zupfen. So blöd bin ich nun auch nicht, antwortete ich hart und wollte in Richtung Treppenaufgang verschwinden. Seine Hand schloss sich eisern um mein Handgelenk und hielt mich zurück. Was habe ich dir eigentlich getan? Lass los! Ich entzog ihm meinen Arm und schob den Ärmel etwas höher. Hugh stützte eine Hand gegen den Türpfosten und sah zu mir herunter. Auch das hasste ich. Er war mir sogar größenmäßig überlegen. Wen kümmert es schon, was mit mir ist? Du bist doch der Held. Lass mich einfach in Ruhe. Heute war der letzte Drehtag für mich und morgen bin ich wieder auf dem Weg Richtung Heimat. Mit viel Glück stürzt das Flugzeug ab und ich habe alles hinter mir. Was lief falsch? Ich hatte Erfolg und alle liebten mich. Dann kamen Gerüchte auf. Fiese Gerüchte. Langsam kam der Fall. Und als ich es bemerkte, war es zu spät. Keine Angebote mehr und wenn, dann nur in mittelmäßigen B-Movies. Andere nahmen meinen Platz ein. So wie dieser Hugh. Was fanden die an ihm? Er war alt und scheiße, hatte einen Wahnsinnskörper. Die lockigen Haare an genau den richtigen Stellen. Ich könnte schwören, dass er danach half. Dann die Augen. Das Braun war ja noch intensiver als meines. Und wenn er die Stirn in Falten legte, dann hatte er dieses gefährliche, mystische. Was tat ich denn hier? Ich dachte über Hugh nach? Und dann auch noch so intensiv? Okay, ich gebe es zu. Ich habe ihn beobachtet. Wenn er sich in der Maske umzog, diese enge Lederhose saß knapp, sehr knapp. Er dachte, keiner würde merken, dass er seine Ausstattung dort nur mit Mühe unterbrachte. Aber ich habe ihn beobachtet. Bin mit meinen Blicken der schmalen, dunklen Linie gefolgt, die unter dem Hosenbund verschwand. Das Spiel seiner Muskeln, wenn er sich die Lederweste anzog. Oh ja, die Produzenten wussten, was die Frauen und vielleicht auch Männer sehen wollten. Haut und harte Muskeln. Und nicht den kleinen, mageren Orlando. Er trug mich dann, doch mehr als ich lief, in sein Zimmer und ließ mich rücklings auf sein Bett fallen. Mann, bist du schwer. Was ist eigentlich los mit dir? Er setzte sich neben mich. Als ich mein Gesicht drehte, berührte meine Nase den Stoff seiner Hose. Er ließ sich seitlich fallen und stützte seinen Kopf in die Hand. Ich konnte nicht anders. Meine Hand schloss sich um den Kragen seines Shirts und ich zog ihn dichter zu mir heran. Seine Fingerspitzen berührten meine Stirn. Seine Hand lag noch immer auf meinem Rücken. Es wurde still. Selbst unser Atem kam zum Stillstand. Verdammt war das gut, mal von jemandem sanft angefasst zu werden. Orlando, nimmst du Drogen? Fragte Hugh. Drogen? Ich dachte nach. Waren diese kleinen Pillen, die mich manchmal in einen Zustand des Schwebens versetzten, Drogen? Oder meinte er das Spritzen? Nein, kam es nicht sehr überzeugend von mir zurück. Schau mich an! Ich gehe doch besser jetzt. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Wir sind nicht gerade die besten Freunde und es würde eh deinem Ruf schaden, wenn man uns zusammen sieht. Du bist so ein Idiot. Was ist nur aus dir geworden? Bleib einfach. Ich weiß mich zu wehren, wenn man mir was anhängen will. Seine Hand hob sich und er legte sie auf meine Hüfte. Bleib, forderte er mich auf. Einverstanden. Was kann es schaden, mal einen Abend ein Männergespräch zu führen? Eben. Ich spürte die noch feuchten Haare Hughes an meiner Seite. Sie kitzelten. Ich hob meine Hand, um sie beiseite zu schieben. Doch als ich sie berührte, war ich erstaunt, wie weich sie sich anfühlten. Meine Finger fuhren durch sie hindurch, wieder und wieder, fast mechanisch. Ich hatte den Eindruck, dass Hughes Stimme noch tiefer wurde, wenn es denn überhaupt möglich war. Ich schwelgte in dem Gefühl, nicht allein zu sein. Hugh schwieg plötzlich.
Die Matratze gab unter seinem Gewicht nach, als er sich umdrehte. Ich öffnete meine Augen und sah ihn an. Meine freie Hand, die den Kontakt mit seinem Gesicht verloren hatte, strich über seine Brust. Seine Brustwarze reckte sich meinen Fingern entgegen, als diese über sie hinwegstrichen. Ich begann sie zu reiben. Orlando, ich warne dich, beginne nichts, das du nicht auch bereit bist zu beenden. Hughs Stirn bildete diese steile Falte und die dunklen Augen verengten sich, als er wieder diesen gefährlichen Gesichtsausdruck aufsetzte. Was meinst du? Fragte ich. Ich will dich. Dich küssen, dich schmecken, dir Freude bereiten, dich ficken. Plötzlich wurde ich für einen kurzen Moment klar, als ich begriff, wo ich mich befand. Ich hatte einen anderen Mann gestreichelt und dessen Hand befand sich da, wo sie nicht hätte sein sollen. Aber es fühlte sich richtig an. Ich war nicht allein. Weich waren seine Lippen, als sie sich auf die meinen legten. So also roch ein erregter Mann. Denn dass er erregt war, darüber hatte ich keine Zweifel. Meine Lippen öffneten sich leicht und meine Zunge bat um Einlass. Dieser wurde ihr mit einem dunklen Aufstöhnen gewehrt. Hugh hatte die Beine angezogen und kniete nun neben mir. Er hatte meine Erregung losgelassen und seine Finger strichen an meinen Schenkelinnenseiten entlang, hielten kurz an den Hoden inne, um diese zu liebkosen und wanderten weiter nach oben, hin zu meinem Bauch. Unwillig stöhnte ich auf. Ich wollte nicht, dass er den Bereich oberhalb des Bauchnabels berührte. Doch er hörte nichts, sondern nahm nun auch noch die zweite Hand zu Hilfe. Mein Protest wurde durch einen heftigen Zungenschlag erstickt. Er strich mir das Shirt empor und löste sich kurz, um es mir über den Kopf zu ziehen. Dabei fiel sein Blick auf meine nun nackte Haut. Sein Speichel brannte und ich zuckte zusammen. Erstaunt fühlte ich plötzlich einen heißen Tropfen auf meine Brust fallen. Eine Träne hatte sich aus Hughs Auge gelöst. »Weißt du, dass du schön bist?« flüsterte er. Seine Brustwarzen standen aufrecht. Ich beugte mich vor, um an ihnen zu knabbern. »Trau dich«, flüsterte er rau an meinem Hals. Aber ich war noch nicht bereit. »Hilf mir«, flehte ich. Statt zu antworten, zog er den Stoff beiseite. »Besser?« »Ja. Nein. Ja. Nein.« In mir tobte ein Kampf. Es war nicht richtig. Das war ein Mann. Ich war nicht schwul oder sowas. »Schließe deine Augen und hör auf zu denken.« Ich tat, was mir gesagt wurde. Nur die Gedanken abzuschalten war sehr schwierig. Dazu war seine Stimme zu dunkel, sein Körper zu nackt, ich zu erregt. Tat er das jetzt wirklich? Tatsächlich. Er kniete noch immer neben mir. Seine Zunge leckte gerade über meine Eichel. Hugh! Das konnte ich doch nicht zulassen. Scheiße, das war gut. Er wusste genau, was er da machte. Ich ließ meinen Kopf wieder auf das Kissen fallen. Lippen schlossen sich um die Spitze meines Penis und Hugh begann zu saugen. Seine Hand strich an der Innenseite meines Schenkels entlang, umfasste meine Hoden, knetete sie, wanderte hinab zu meiner Spalte und verschaffte.